Weiter geht's mit Titan Quest. Wir prügeln uns mal wieder durch ein paar Satyre. Momentan neben den Wildschweinen die einzigen Gegner hier. Oh, Gold! Hallo, Maus, spinne ich rum? Das Vieh lässt wieder nichts fallen. Und jetzt haben wir eine große Runde gedreht. Der hat auch nichts für uns. Okay, ich glaube, dann sind wir hier einmal soweit ganz gut rum. Und erkunden mal weiter. Diesmal gehen wir mal zuerst nach Norden. Und ein Levelaufstieg. Die Punkte verteilen wir aber erst gleich. Yeah, nochmal Wildschweinhaut. Hallo. Geht mir auf den Senkel. Tralalala. Ihr geht mir auf den Senkel. Jetzt hau die um. So. Was haben wir hier? Frostschrein. Den Kram brauchen wir momentan eigentlich gar nicht. Noch mehr kannst du nicht tragen. Noch mehr kannst du nicht halten. Dein Gepäck ist voll. Ja. Wenigstens das noch. So, und dann können wir ja erstmal wieder hier weiter gucken. Die Punkte verteile ich erstmal hier hin. So, das dauert ja wieder ganz schön. Wir können den ganzen Kram jetzt benutzen. 9 Rüstung, das ist natürlich... Den behalte ich doch, das, was ich gerade habe. Der Schild hier ist besser. Neun Rüstung. Ups. So, 10 Rüstung beides, 26 Energie... Sollten wir vielleicht den wählen? Vier bis 20 Schaden ist natürlich besser als unser momentanes Ding. Aber dann können wir auch den Schild vergessen. Und den würde ich gerne behalten. So. Hier war doch noch Kram, den nehmen wir erstmal mit noch. Du hast keinen Platz mehr. Was? Dein Gepäck ist voll. Ach, leck mich. Gehen wir mal die Straße entlang. Lalalala. Hallo. Und wo ist er hingelaufen? Er hüpft hier rum und wird von hinten erschlagen. Auch nicht schlecht. Hallo, Händler. Da muss ich erstmal noch gucken. Haben wir jetzt irgendwas aufgenommen, was noch praktisch wäre? Nö. Das geht mir gerade auf den Senkel, dass es so oft jetzt sogar stockt. Das ist nicht normal. Weg damit, weg damit, weg damit. Das kann auch weg. 9 bis 24 wäre natürlich schön. Ach, wir haben die Punkte noch gar nicht verteilt.
Ich glaube, die spare ich mir momentan auch. Um dann wirklich je nach Waffe zu gehen. Aber vielleicht haben wir, bis wir die Waffe nutzen können, schon wieder eine bessere und brauchen dafür Geschicklichkeit oder was weiß ich. Darf ich dich bald wieder begrüßen? Jo, mit Sicherheit. Und den Lebensentzug sollten wir vielleicht auch mal einsetzen, um ihn einfach mal zu zeigen, auch wenn der natürlich noch früh, jetzt hört er mal auf, früh genug zum Einsatz kommen wird. Ich nehme mal an, das liegt fast daran, dass er vielleicht die Tracks immer von der CD spielt, dass dadurch diese kleinen Stockeleien kommen. Oder auch nicht. Hallo? Ich mach auf Blatt. Das ist echt nicht mehr schön. Das tut, du hast mir keinen Platz mehr. Auch noch mehr ziemlich kannst du nicht leid, tragen. Dass das so ekelhaft ist. Ich beende noch die Folge und dann muss ich mal zusehen, noch mehr kannst du noch nicht mehr tragen. Kannst du nicht woran tragen. Es liegt. Ob ich entweder die Hintergrundprozesse beim Rechner irgendwie ausschalten muss durch ein extra Programm oder ob es wirklich daran liegt, dass die CD im Laufwerk ist. Weil sonst läuft es eigentlich flüssig, bloß ab und an mal ruckelt's und das macht eigentlich nicht wirklich Sinn. Hallöchen. Hallo. So, 9 Rüstungen, auch 9 Rüstungen. 12 Rüstungen haben wir momentan aber auch, also weg damit. Wie viel Gold haben wir denn? 4000 schon. Und den Ring können wir jetzt aber tragen. Klack, rin damit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Jetzt hör mal auf, bitte. Also momentan geht's mir echt tierisch auf den Senkel. Das ist ja wirklich nicht mehr schön. Alle 3 Sekunden hier so ein riesen Stocker. Ohne Grund, es passiert ja nicht mal was. Wie sieht das Inventar aus? Ziemlich voll, dann können wir gleich wieder zum Händler laufen. Noch etwas? Jo, das alles und noch viel mehr. So, 12 Rüstungen, das müssen wir leider behalten. Vorerst. Bis zum nächsten Mal. So, und ich hoffe, jetzt können wir wieder ein bisschen rumprügeln.
Ich habe das Gefühl, dass... Wieso leckt es jetzt nicht? Obwohl wir die gleiche Strecke rennen. Ah, jetzt fängt es wieder an. Setzen Sie Ihre Attribute... Ja. Brauchst mich nicht dran erinnern. Wir gehen jetzt erstmal die Straße weiter entlang. So, die Ecke hatten wir soweit durch. Da ist die komische Höhle für die Nebenquest. So, hier war nix weiter. Ne. Haben wir da oben noch was rumliegen? Nö. Boah, das geht mir aber auf den Sack, ey. Die Höhle lassen wir jetzt noch mal außen vor. Jetzt erkunde ich noch mal südlich vom Weg. Ah, da haben wir unseren Zauber mal gewirkt. Also wenn es so weitergeht und ich das nicht behoben kriege, werde ich das wahrscheinlich als letztes Test raushauen. Weil so will ich auch nicht unbedingt weiterspielen. Das nimmt einen ganz schön den Spielspaß. Und das liegt auf jeden Fall nicht an der Power des Rechners, weil die müsste locker ausreichen. Oh, wir haben einen Brunnen, top. Und da geht's weiter zum nächsten Gebiet. Kampftipps, Wald von Laconia. Klicken und halten Sie die Maustaste, um ein Ziel ununterbrochen anzugreifen. Okay. Halten Sie Umschalttaste gedrückt und klicken Sie auf ein Ziel, um anzugreifen, ohne Ihren Charakter von der Stelle zu bewegen. Oh, das ist gut zu wissen. Oh, neue Gegner. Buschharpie. Und irgendwelche Raben scheinbar. Die hauen schon mal gut rein. Das macht keinen Sinn, wir bewegen uns nicht, dann stockt's nicht. Wir begehen ein paar Meter und schon leckt's wieder. Also irgendwie. Naja. Erkranktes Gefieder. Hört sich gut an, nehmen wir mit. So, jetzt sind wir einmal hier so rum. Das war ja auch ein Level 5 Gegnervieh schon. Kein Wunder, dass wir so Probleme hatten. Und irgendwas scheint da zu feuern. Mit Feuerbälle oder sowas. Daher bleiben wir noch ein wenig in Sicherheit. So, hier war nichts weiter. So, dieser Feuerstab ist natürlich nicht besser, nicht besser, nicht besser. Nicht besser. Auch nicht besser. Was ist denn, wenn ich das jetzt benutze? Ah. Jetzt haben wir das auch mal ausprobiert. Und ich glaube sogar... Etwas vergessen? Auf Wiedersehen, mein Freund. Jetzt habe ich das Bild weggeklickt, aber ich glaube, wenn wir jetzt nochmal raufklicken, dann dürften wir
Cool, das ist ja praktisch. So sparen wir uns natürlich einen Haufen Laufwege und hier beenden wir dann die nächste Folge. Spitze bedanke mich. Bis dann.